Hat er. Ach, die ist noch im Rennen. Halt dein Maul oben! Wer ist neu? Bei mir steht Gott sei Dank nur E ist noch im Rennen. Oh, das war's. Ey, wir sind weit gekommen. Jetzt muss ich zum Rose Tower. Alhamdulillah, Alter. Soll ich einfach die Folge weiterlaufen lassen? Gut, das ist eh die letzte Folge. Also. Ja, true, okay. Ihr könnt jetzt einfach mir zuschauen, wie ich noch elendig irgendwas mache. Aber wartet, davor brauche ich noch was. Ist eh scheißegal jetzt. Wollt ihr das dann auch wirklich noch auf mehrere Parts strecken? Das sehen wir ja, jetzt, so wie lang das geworden ist, oder? 5 Minuten pro Part, oder? Wo ist denn jetzt diese Scheiße? Ich würde sagen, 10 Minuten eins, damit ich Werbung schalten kann, bitte. Hä, ich hab doch AP Plus bekommen, wo ist das? Du elendiger Bastard. Also ich mache jetzt Bildschirm mal trocken für meine Seite an. Damit so, wichtig. Okay. Also. Wir kommen jetzt woanders hin. Ich mach meine mal aus, damit nur noch jemand zu sehen ist. Same. Ach, muss ich jetzt nicht diesen einen Typ erstmal suchen? Ja. Oh, Jaikus, Jaikussen, Alter. Kirby, willst du deine auch ausmachen? Habe ich meine nicht ausgemacht? Nein, hast du nicht. Ja, irgendwie findet man den Typ eh immer. Der ist eh nur auf diesem Hauptplatz, ne? Weiß ich gar nicht. Ich glaube. Irgendwie sowas. Ups. Sorry, Nets. Ich wollte eigentlich schon mitkommen. Naja, egal. Ja, schauen wir mal, wie weit man mit einem Fossil-Pokémon kommt. Ich glaube, in keinem anderen Spiel könnte man nur mit dem Fossil so weit kommen. Was sagt der? Ja. Ich glaube, er hat irgendwas gesagt, von wegen Hopp hat verloren. Der ist aber despawned. Komplett. Moin, Netzi. Abgefahrene Sonnenbrille. Okay, Alter. Ich rede einfach trotzdem mit jedem. War nicht da drüben einer? Doch. Ja, der spawnt einfach auch gerade so. Aber ich habe keine Ahnung. Eine Telefonzelle? Jetzt schon? Nee, jetzt noch nicht. Nee, ich glaube, der ist ja halt doch als letztes. Ja, voll. Oder? Da ist noch einer. An der Treppe. Aber die sehen beide gleich aus, what the fuck. Der steht irgendwo in der Menge drin, glaube ich. Nee, ich glaube, das ist der am Rand steht. Nicht? Ja, ganz links. Nee, da oder an der Wand warte doch. Irgendwie. Ah, genau, steht der nicht irgendwo vorne an der Wand? Da, die Wand. Was ist denn mit dem los? Weißt du, mich würde interessieren. Also halt, das wäre bitterer als bei Haupt zu sterben. Bei dem Typ. Bei Will? Bei Will, ja, weil der fuckt mich einfach so hart ab, der Typ. Dieser Fisch, Alter. Dieser Fisch ist einfach nur fischiges Fisch. Wir hatten halt aber, jetzt hat uns halt wirklich das gefickt, dass wir als Starter den Wasserstarter hatten, Nico. Ja. Ansonsten stimmt. Hätten wir den Fight halt auch gepackt. Digga, ich hätte ihn getoo-hittet. Gegen hier Gortrom hätten wir mit Eisattacken gefickt und Inteleon mit Elektroattacken. Das Problem ist, wäre halt nicht diese Sonne da im Schein gewesen, hätte ich das sogar noch überlebt und hätte ihn dann getoo-hittet. Ja, ich hätte das auch überlebt. True. Das ist halt das Problem. True. Alter, so viel Schaden. Aber mein erster Donnerzahn war einfach ein Crit. Okay, im nächsten Kampf gehe ich auch noch nicht drauf. Hättest du die Para bekommen, wärst du wahrscheinlich sogar schneller gewesen. Bitte? Was? Hättest du die Para bekommen, wärst du wahrscheinlich sogar schneller gewesen als er. Das ist genau das. Sehr wahrscheinlich, ja. So, erster Kampf gegen Will. Ist erledigt. So, ist er jetzt in der Telefonzelle? Möglich. Ich glaube, jetzt ist er bei Pampros. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich heilen gehe. Eigentlich schon. Wegen AP und allem möglichen, man weiß ja nie. Nee, finde ich schon ein bisschen unmöglich. Wahrscheinlich. Wisst ihr, Leute, wir machen jetzt noch eine Aufnahme bis 4 Uhr.
So lange geht die safe. Simon zieht jetzt einfach noch komplett durch und besiegt hier Deleon noch. Alter, dann geht die Aufnahme aber echt ein bisschen zu lang für meinen Geschmack. Ist er jetzt schon da drin? Nee. Was Pampros meinte jemand, ne? Also außer Harvey. Nice. Top-Beleber. Das ist doch der da bei den Leuten steht. Der da? Nee. Links. Links? Links hoch. Hinter Mary. Der Typ. Und da ist er ja wieder. Ich glaube, wie oft muss man gegen ihn kämpfen? 3 oder 4 Mal? 3 Mal, glaube ich, war's. Das ist ein Fee-Pokémon. Das kann Knuddler. Weißt du, Drache oder Fee und ich bin Reb as fuck. Hattest du Konter? Nein. Oh. Knirscher. Oh, komm mit Knirscher. Wow. Passt schon. Wow. Krank. Hä, als würdest du euch aufregen, dass ich nicht sterbe. Wäre halt schon funny, an dem zu sterben. Ja, da sterbe ich sehr nicht mehr. Meine Dings sind. Meine Stats sind gerade so angehoben. Hey, aber zumindest gönnt mir Luigi gerade die ganze Zeit. Alter. Unmöglich, Herbert. Excadrill. Glücksspiel kann süchtig machen. Fangt nie an zu spielen, Leute. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Tschüss, Stalobor. Ich bin schon 2 Kämpfe weiter als ihr, Jungs. Wir wurden einfach nur von diesem Drecks Hoplo gefickt, Mann. Ja, wir wurden richtig von Hoplo hochgenommen. Bei mir hat das Bild übrigens nur gefreezed, Leute, ne? Deswegen ist es bei mir nicht weitergegangen. Ja, genau. Vor dem Ding, ne? In der Arena, ja. Immer im Stadion drin hat es gefreezed. Vorm Reingehen. Keine Ahnung warum. Ganz schlimm. Ja, seems, genau. Seems legit. Ja, Leute, wie geht's euch so? Habt ihr Spaß beim Zugucken? Pflanzen-Pokémon. Ja. Da habe ich halt so gut wie gar nichts dagegen. Das hat auch nur Eisenstahl, ne? Ach komm, probieren wir einfach mal. Schauen wir einfach mal, wie viel das abzieht. Jetzt so 1. Ja, könnte besser sein. Was machst du? Also Eisenschädel. Viel Schaden. Ja! Das ist wenigstens praktisch. Ich glaube, nur deshalb kann ich hier schon nicht verlieren. Mhm. Vor allem, wenn mein Angriff noch gesteigert wird. Stark. Dann ist es easy. Aber ziehen wir doch mal Bilanz. Vielleicht will ja jemand durch seine Ripbox gehen und so ein bisschen die tote Revue passieren lassen, die wir hatten. Noch nicht mal. Nein. Wenn ich schon Leute Wasser da drin mit sehe, jedem, ich bin das. Mit jedem Tod verbinden wir was. Also, wir fangen an. Fangen wir erstmal bei der Bastarde-Box an. Die darf man nämlich auch nicht vergessen. Stimmt. Zenzek, hätte ich haben können. Herbie meinte so, ich fange das Pokémon nicht, ich töte es. Unkraut, hätte ich 2 Mal haben können. Herbie dachte sich so 2 Mal, ich fange das nicht. Useless fuck, hätte ich sowieso nicht gewollt. Aber Herbie dachte sich so, fange ich nicht. Dann hätte ich auch einmal ein Rizeros haben können. Nee, Rihorn war's. Aber da hat, glaube ich, Nico gesagt, das fange ich nicht. Nee, der hat Apollo gesagt, ich hau mir Nagel im Kopf. Ach ja, stimmt. Ja, dafür kann ich nichts. Ja, okay, da kann er nichts für. So, fangen wir an. Busted Nut, das Pokémon, das mir in der zweiten Arena ein bisschen Stress gespart hatte, draufgegangen durch den legendären Überkopfwurf. Der bleibt Klassiker. Das war Legenden. So, dann ging es weiter mit Kerstin Stahl. Gut, das war unlucky. Zweite Arena, Herbies, Pampam ist halt draufgegangen. Mit Dünerflut. Dann E-Spinne, den Tod, finde ich, kann ich auch nichts dafür. Es war ein Crit, so kann man nicht vorhersehen. Onkel Dolph war der dümmste Tod von mir. Der Starter, da reden wir nicht drüber. Vergeltung. Der war dumm. Oha, vergeltet. Sonnenhur, würde ich sagen, hätte ich eigentlich fast nicht verhindern können, dass noch ein Pokémon drauf geht, oder? Da hätten wir Glück gebraucht mit dem Kopfnussflinch. Ja, aber gut. Dann Depritusse, will ich eigentlich auch nicht drüber reden, weil ich finde, das war auch ein richtig dummer Tod. Also unser Sehr Riffex. Wohl war das ein dummer Tod, ja. Sehr wohl. War das ein sehr wohl dummer Tod? Ja, das war ein richtig dummer Tod. Danach kam Monte Carlo. Da wurde Simon hops genommen.
Da haben wir uns gefreut, dass Simon endlich die Karma-Stelle bekommen hat, bis ich dann realisiert habe, was eigentlich gerade gestorben ist. Ja, das fand ich so geil. Hab's so gern geschnitten, das Video. Danach kam Herbie mit seinem guten Int und er schickt seinen Schnäppge rein gegen, was war's, gegen Gortrom? Gegen Gortrom. Ja, Gortrom hat uns zwei Pokémon gekillt. Und dadurch habe ich scheiß Wasser verloren, Pokémon, das ich nie verwendet habe. Danach kam der Konterkill, da kann Nico absolut nichts dafür. Das Konterkill. Konterkill 1, muss man dazu sagen, kam danach. 1 von 3. Wodurch ich mein Psycho-Pokémon verloren habe, was mir, denke ich, auch ein paar Mal noch den Arsch hätte retten können. Mein Fee-Pokémon für die Unlicht-Arena. Danach kam, mein dummer Tod von Skelabra. Ja, aber das ist auch kacke gewesen mit dem Scheiß-Ding, Quatermark. Das war mit dem Quatermark, der Gentleman, der übelst competitive gespielt hat. So, weißt, da kannst du halt auch nicht mit rechnen. Ja, so, dann kam Weißbrot. Das war dann erst der zweite Kontertod von Nico, den wir überhaupt nicht gecheckt haben, wieso es dazu kam. Den checken wir immer noch nicht. Ganz stimmt, der war komplett busted und absolut seltsam. Ja. Und dann kam der dritte Kontertod, den wir auch nicht verstehen. Was mein Irokex war, was auch keiner gecheckt hat. Aber es ist passiert. Und dann kam der größte Int-Tod eigentlich. Ja, da haben Herbie und ich einfach Scheiße gebaut. Weil Herbie und Simon Nico einfach sagen, ja, Tims Irokex ist tot. Also schick einfach mal deinen Bratanos rein. So. Das war wirklich Int. Ich glaube, das war so einer der Punkte, die uns auf jeden Fall... Weil Irokex ja nicht mit Irokex verlinkt ist. Das macht ja auch ich hatte keinen Irokex, deshalb wusste ich das nicht. Aber Nico hatte einen. Ist doch jetzt gut. Danach kam Urgel. Wo habe ich Urgel nochmal verloren? Genau, in der Drachenarena. Hätte sich am Ende nicht vermeiden lassen, weil dein Iskala ja, glaube ich, so oder so draufgegangen wäre und die waren ja miteinander verlinkt. Dennoch hast so du den Tod verursacht. Ja, so habe ich jetzt halt durch den dummen Fehler die zwei Striche kassiert, weil ich den Donnerschlag komplett vergessen habe. Dann, Schmerhaber MVP. Der Tod hat ein bisschen weh. Aber konnte man auch nichts gegen machen. Ja, der war. Wer hat den verschuldet? Nico, ne? Nico. Ja. Kann man nichts machen. Danach, über Snom möchte ich eigentlich nicht mehr reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn hier Schmerhaber nicht da drauf gegangen wäre, wäre bei mir mein Draconus spätestens im Doppelkampf bei Elisat und so drauf gegangen. Ja, okay. Ja, stimmt. Also, das wäre hart gewesen. Ja, Snom ist dann richtig hart gebrutzelt worden, instant. Nach 40 Minuten Downtime. Diesen verkackten Doppelfight. Und dann ist von Nico Nico hat das Kramor gekillt, oder? Nee, ja. Kirby. Nee, Kirby warte. Nee. Warte. Nee, bei Nico ist gestorben. Nee. Bei Nico. Ja, okay. Dann ist bei Nikos Kramor gestorben, wodurch mein Schnutthelm noch mit draufgegangen ist. Und dann kam der letzte Tod von Simon tatsächlich, oder? Ja, Kanax ist bei mir verreckt. Durch Orkan von Uhafnir. Ja, und dadurch ist dann wieder was draufgegangen. Und der allerletzte Tod. Unser Fossil-Pokémon ging dann auf Herbys Kappe im Champion. 900 Stunden Pokémon. Warte, es fehlt doch ein Pokémon, oder? Nee, waren alle. Echt? Ja. Wie sind denn LOLWASSER 3 dann nochmal draufgegangen? Das war 90 LOLWASSER, Pokémon, das war ja mein. Das war ja mein Toxicroak mit Orkan weg. Ja. Es waren 19 Pokémon. Also 18 sind in der Ripbox und 1 haben wir halt im Team. Also, ich? Ja. Stimmt, eigentlich dürfte ich es ja gar nicht mehr verwenden, aber ich will halt gucken, wie weit ich komme. Naja, haben wir ja. Genau, das haben wir ja am Anfang dieser Aufnahmesession beschlossen. Safe Call, ja. Schauen wir mal, wie weit es das scheiß Fischviech noch schafft. Das waren meine Pokémon. So. Wir haben nicht mal die Endentwicklung vom Starter gesehen, so. Nee, Alter. Dürfen wir uns noch an ein paar richtig gute Momente des Projekts erinnern? Was war euer Lieblingsmoment aus dem Projekt? Zweite Arena. Für mich. Zweite Arena war schon echt Killer. Ja. Also das war auf jeden Fall der intensivste Moment. Ich finde aber. Ich schwör's dir. Alter, da habe ich schon mitgefiebert. Der war schon mega krass, ja. Aber ich denke, die siebte Arena war auch so, yikes. Und der Doppelkampf am Schluss vor allem. Vor City. Okay, machen wir mal so. Was war für euch der traurigste Tod, also nicht von der Dummheit her oder so, sondern wo ihr euch so gefühlt habt, jetzt habt ihr den größten Verlust erlitten. Draconus. Als der Starter gestorben ist.
Also ich meine natürlich, das mit dem Starter ist bitter gewesen, aber ich denke mir halt, okay, das wäre halt am Ende dann ein Libero gewesen, hätte ich ein Feuer-Pokémon gehabt. Aber ich hätte großartig nicht mehr viel mit dem machen können. Ich glaube, ich habe am meisten geweint bei tatsächlich einerseits bei Parfi, weil das war echt gut. Tatsächlich. Ja, gut, stimmt. Und bei Skelabra. Und bei Toxicwack, weil das hat mir auch echt häufig aus der Scheiße geholfen. Boah, weh tat mir, auch wenn es am Ende nicht mehr viel ausgemacht hat, tat mir Schmerhaber. Schmerhaber hat echt viel gerettet. Der auch. Und hat uns durch viel durchbegleitet. So von Engine City bis zur letzten Arena. Alles durchgestanden. Ihr müsst euch überlegen, das war das erste Pokémon, was ich legit gefangen habe. Stimmt halt. Ja. Ich habe halt einfach gehofft, dass bis zum Ende nur noch zwei Pokémon bei mir übrig bleiben, und zwar Leuwasser 2 und Leuwasser 3. Also ich will ja hier nochmal irgendwie, ich weiß nicht, ob lobend oder nicht, aber wie zum Fick hat Nico beide Kamalms so lange behalten können? Wie? Das ist kein. Ich habe sie gut gepflegt. Ich weiß immer noch nicht, warum du das zweite eigentlich gefangen hast. Weil ich hab dann Brainlag gehabt, dass ich da das Kamalm ja schon hatte, einfach. Das war einfach so geil. Aber Thema Brainlag. Wir machen es der Reihe nach, dass keiner durcheinander redet. Der dümmste Tod eurer Meinung nach. Und Herb, ich fang an. Überkopfwurf. Der dümmste Tod der Vogelfahrt. Was? Überkopfwurf. Schließe ich mich aber auch an. Kalt. Echt? Und ja. Simon? Also für mich ganz klar der Tod, wo wir Nico gesagt haben, das kannst du sterben lassen. Okay, gut, der war auch gut. Aber halt, das war auch ja nicht geil, von mir der dümmste Tod war das auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, der Tod war schon auch dumm mit der Aussage, aber ich fand den Überkopf wohl fast noch geiler, weil Nico danach so überzeugt war, er hat alles richtig gemacht. Ja, er hat Überkopf auf eingesetzt. Hör mir doch zu. Ja und? Ja, hättest du wieder rausgewechselt. Ich muss aber sagen, dass ich den Vergeltungstod auch ziemlich geil fand. Von der Dummheit her. Das hat mir plötzlich viel mehr Schaden gemacht als sonst. So, erste Runde. Wie war das denn nochmal? Er heilt so. Kriegt so weniger als Hälfte Damage von Vergeltung. Greift an, macht ihm Schaden, wird gekillt. Das hat plötzlich viel mehr Schaden gemacht. Ja, der Vergeltung ist tot. Der war schon nicht schön. War geil. Okay, der krasseste Fight aus der Soul League. Wie meinst du, krassester Fight? Was war vielleicht der intenseste, harteste Fight? Jeder Hop und Mary Fight. Ja, Hop und Mary. Der zweite Mary-Fight, da habe ich gefistet. Den fand ich easy. Der erste Mary-Fight, Alter, der hat mich durchgenommen. Der hat mich richtig durchgenommen. Der hat dich gefistet. Ich muss sagen, für mich der intenseste Fight war natürlich der zweite Arena-Leiter. Aber auch wirklich vor allem mit dieser Doppelkampf vor Score City. Holy shit. Der war richtig heftig. Das war einfach ein normaler Trainer-Fight, Mann. Das ist halt so übel. Ich muss wirklich sagen, dass ich finde, die Doppelkämpfe sind einfach das beschissenste für einen Nuzlocke. Jetzt hab ich's doch richtig. Ich weiß nicht, war es die 8. Arena? Mit dem Freeze? Alter, ja, das ja, war ja auch mega intens, ja. Und der verfehlten Steinkante. Junge, Alter. Das war schon mega krass. Was kommt hier eigentlich alles, Mann? Leck mich doch. Ja, die Doppelkämpfe, eine Reihe an Kämpfen. Generell die ganzen Doppelkämpfe in dem Spiel waren echt heavy. Ihr müsst euch überlegen, der eine Doppelkampf auf Route, was war es, Route 6, diese Sandroute, nee, nicht Route 6, Route 7, bevor wir in die Eisstadt gegangen sind, den nur ich gemacht habe und ihr ja nicht, der war ja auch schon richtig Cancer. Voll, ja. Also mit dem Pokémon, was ich damals hatte, hätte ich das nie machen können. Ja. Waren schon ein paar coole Momente dabei. Auf jeden Fall. Oh. Was meint er? Das bedeutet... Wir müssen wieder machen. Genau, wollte ich nämlich gerade sagen, wenn ihr eine weitere Fähre Soling haben wollt... Scheiß drauf, was die Zuschauer sagen, wir ziehen durch. Hab da Bock drauf, aber Alter. Welches Spiel? Das wäre mein Vorschlag, ich hätte mal wieder Bock auf Pokémon Schwarz 2, Weiß 2. Das habe ich noch nie gespielt, das wäre für mich ein absolutes Blind-Projekt. Das würde es noch lustiger machen. Ich habe es kaum gespielt, muss ich sagen. Ich hab's einmal durchgezockt bisher.
Oder Pokémon Platin. Platin. Ja, haben wir mal Zeit jetzt. Ich glaube, erstmal habe ich die Schnauze voll von irgendeiner Challenge in Pokémon. Erstmal spiele ich Kristall-Challenge weiter. Und dann... Vergiss Kaiser Emerald. Kaiser Emerald. Und Mystery Dungeon ist an sich schon genug Challenge. Was haben wir noch? Alter, Mystery Dungeon ist einfach absoluter Cancer. Alter Hopp, ich schwöre dir, das ist einfach der größte Cancer überhaupt, ne? Was gäbe es noch? Andere gute Momente aus der Souling, die noch feierbar waren. Was haben wir noch für Scheiß gebracht? Mein Pep-Part. Der Pep-Part war halt echt übel. Junge, Alter. Ich weiß nicht, was du da vorher genommen hast, ne? Aber das war auf jeden Fall, der keine Ahnung. Pep habe ich da genommen. Der Pep hat, was hast du davor genommen? Cola. Marihuana! So, schauen wir mal, ob ich den Olivia-Fight schaffe. Oh, fängt schon nicht gut an. Verdammt, hey, ich den Olivia-Fight schaffe erstmal. Wenn das Gefriertrockner kann, bin ich One-Hit. Warte, oder? Doch, das hätte ich auch haben können. Ja. Aber da dachte ich mir, Durchbruch. Ich glaube, Aqua-Durchstoß ist actually wirklich trotzdem stärker als Biss. Macht das noch eine Wissenschaft draus? Nee, Biss ist doch stärker. Biss ist sehr effektiv, 120. Hä? Also Aqua-Durchstoß hat Stepped auf, also ein bisschen mehr als 40. Felswurf trifft das doch sehr effektiv, oder nicht? Ja, aber Felswurf ist mir zu unreliable. Na gucke. Ach du Dreckiger. Das war's mit meinem physischen Angriff. Hätte ich halt gekillt, ne? Oh, nevermind. Halt die Schnauze, Olivia. Leck mich, du hast mich verbrannt. Dafür gibt's Schläge. Oh, jetzt fängt der Kack wieder an. Macht halt kaum Schaden. Das Viech ist so donkey. Nächster Hit, es stirbt. Außer sie heilt. Wenn sie heilt, ist sie... Nö. Sekretärin. Fang nicht so an! Ne. Danke. Boah. Ich dachte, jetzt bekomme ich die Quittung für die zweite Arena. Jetzt. Leute, was meint ihr? Kann ich das schaffen? Weiß ich nicht. Das sehen wir ja jetzt gleich. Sag ich hier nach dem Kampf. Ach, Scheißendreck noch einmal. Am Vierer. Gut, ich habe ja 6 Heal-Items. Das würde dich direkt vergiften. Wurscht. Sie wird jetzt wohl nicht meinen Heal predikten. Dementsprechend, Du kennst die KI nicht, jetzt kommt Toxin. Nee, oder? Bruder, ja, mach nicht diese. Alter, das Viech ist so tanky. Ja, aber der Offensivweste ist auch kein Snap. Was sagst du? Hat das nicht auch die Offensivweste? Doch. Ja, das pusht ja auch nochmal in die Spitzverteidigung. Ja, ja. Ist ja geil. Aber trotzdem ja, und mega tanky. Wie gesagt, Drachenpuls ist nicht Stab, ne? Das heißt, automatisch schon weniger. Aber es hat schon hohen Spezialangriff, so. Ja, klar. Ja, und Drachenpuls hat ja, glaube ich, auch einen Base-Attack von 80, oder? Ja, voll. Sehr effektiv, 160. Mit hohem Spezialangriff. Schon nicht wenig. Schon nicht wenig. Was kommt jetzt? Fruja. Die will dich bumsen, Alter. Ja, ich kann jetzt nicht noch ein Highlight-Item bei so wenig Lebensverlust einsetzen. Ist ja eh scheißegal alles. Hoff einfach auf den Felswurf. Nee, das ist scheiße. Ich hoffe auf Flinch. Der Schaden ist nicht da. Akrobatik, das ist stark. Okay, nevermind. Jetzt heil ich. Wurde ich schwer vergiftet? Nee, oder? Eigentlich nicht, aber das hat gerade mehr Schaden abgezogen als vorhin. Mehr Leben abgezogen als vorhin. Top Genesung übrigens, bestes Item in dem Game. Hast du nachgemessen? Ich bin schon mit meinem Geodreieck hier dran gewesen, ja. Keine Sorge. Und wie viel? 2,3 Zentimeter? 2,654 Zentimeter tatsächlich. Oh shit, Alter. Ich glaube, also, die hat geboostete EVs. Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Tropenkick. Tropical Kick. Da sieht der Arenaleiter aber immer noch die größte Verarsche. Oh. Nicht die Angriffssenkung.
Ja, das kill ich ja jetzt nicht mal, oder? Ich müsste noch eine Akrobatik überleben, außer es kommt ein Crit. Ja. Easy. Lol, okay. Lol, Wasser. Was hat die, den Ponytox hatte die jetzt. Ja, Dynamics, ne? Voll. Ja, viel Spaß. Oh, das ist Tonki. Tonki. Drittes Highlight. Das und kein Eisstrahl. Das hat eine gute Spätz, ne? Ist das Ding. Ja gut, ich greife physisch an, aber ich könnte einen X-Angriff verwenden. Ah ja, klar. Es ist noch Tonki, ja. Ich schau mal, wie viel Schaden ich mach. Alter. Aua. Bist du behindert? Hä? Hat das nichts gegen mich? Noch safe, oder? Hä, hey, als ob die... Das kann Eissturm. Das lernt direkt Eissturm. Ja, muss ja aber nicht heißen, dass es kann. Das macht mein Bodyguard. Bodyguard, Wasserring, Surfer. Warte, das ist ihr vorletztes Pokémon. Wenn ich merke, dass sie nichts hat, gehe ich, glaube ich, auf einen X-Angriff. Kein Scheiß. Und benutze das als viertes Item. Würde ich an deiner Stelle auch machen. Genesung. Sie hat nichts. Sie hat nichts. Sie kann mich nicht killen. Ich push mich mit X-Angriff und bin am Überlegen, sogar zwei reinzuhauen. Ah ne, wartet mal. Ich habe ja alles verkauft. Hat sich erledigt. F in den Chat. Auf dafür. Einmal fick das doch. Ja, sie hätte dir halt keinen Schaden machen können. Du hättest dich komplett voll pushen können und hättest dann die Ponytox-Seiten einfach nur wegficken müssen. Was mache ich jetzt? Halt, irgendwann gehen mir die AP aus. Das ist korrekt. Du könntest deine maxen. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Wie viel AP hat Genesung? 10, oder? 10. Ich ja. Weine einfach. Das muss gecuttet. Ich schau mal, wie viel das Schaden macht. Jetzt können wir ein bisschen ausprobieren. Ah, so viel also. Zero. Lol. Schauen wir mal. Jetzt bitte. Ja, also wenn es öfter trifft, dann ist es auf jeden Fall besser als alles. Zweimal. Dann ist es auf jeden Fall besser als alles andere. Wieso nur? Wie fucking so? Alter, was soll diese? Ja, dein Pescagon steht auch schon so da nach dem Motto, ich hab keinen Bock mehr. Erstmal Handy in die Hosentasche. Hä, hey, Real Talk, ich glaube, das geht eine halbe Stunde lang. Oh. Ich kann man Animation nicht Infight ausstellen? Nein. Nein. Das wird's auch nicht besser machen. Wisst ihr, das ist wie der Kampf damals in den ersten Pokémon-Folgen, als Ash Zafcon gegen das andere Zafcon eingekämpft hat und die ganze Zeit nur Härtner gespammt haben. Halt Real Talk. Soll ich mit wegen deiner Aufnahme noch mit aufs Klo gehen? Kannst schon mal. Ja? Ist eh gecuttet. Sowas kannst du ja reinschneiden wegen Content. Für den Content 10. Genesung. Hauptsache, die einzigen physischen, das ist ein physisches Pokémon, ein Pescagon, oder? Ja. Hört ihr mich? Hallo. Die einzigen physischen, ja, wir hören nicht. Die einzigen physischen Drachenattacken, die es kann, sind Wutanfall, was es nur über eine TP erlernt, und Drachenstoß, was es erst auf Level 77 lernt. Hat es nicht auch irgendeine spezielle Attacke? Ja, Kiemenbiss, aber das ist eine Wasserattacke. Ja gut, dann war es das erstmal mit Drachenattacken. Drachenattacke, die nächste, die es lernt, ist Drachenpuls auf Level 70. Das brauche ich nicht, weil das ist einfach fucking speziell. Ja, richtig. Und über TP erlernt es Wutanfall und Drachenpuls. Das sind die einzigen Drachenattacken. Ich kann ihm halt nicht mal Breitseite beibringen, weißt du? Ja, also Pescagon spielst du normalerweise ja, wie gesagt, mit Titankäfer. Und dann Kimbis, Eiszahn, Donnerzahn auf, ich glaube, Knirscher. Und dann Offensivweste, oder wie? Mit Scarf. Oh, okay. Gut. Weil Kiemenbiss macht extra Schaden, wenn das als erstes angreift. Okay. Der Wasserring noch dazu. Aber ich glaube, Pescagon wird tatsächlich auch ein Threat sein für die Draft League. Kann gut sein, ja. Wer es halt bekommt. Es ist okay. Tot. Halleluja. So. Oh. Und Nico ist auf dem Klo.
Nee, ich hol mir gerade einen Kinderpinguin. Er hört sich halt an, als wenn er tauchen wäre. Leute, wie ist es jetzt eigentlich? Ich komme jetzt nachher in den Schlummerwald, ne? Darf ich mir jetzt noch ein Pokémon fangen? nee, jetzt kommt dann erstmal die zweite Hälfte vom Champ-Turnier, du Held. Echt schon? Scheiße. Ja. Ja, und vor dem Deleon-Fight ist dann die Unterbrechung wegen Endynalos. Okay. Boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr. Aber es interessiert mich halt, wie weit die noch kommen. Ich weiß nicht, ob euch das auch interessiert. Ja, schon. Okay. Ich finde es halt schon interessant, ja. Wie sah denn das nochmal aus? Ach stimmt, da war ja ein Schiff. Level 52, ja. Ja, so ist es nochmal, so ist das Leben, so ist das Leben, so ist das Leben. So ist das Leben. Ich mach meine Aufnahme jetzt aber aus, weil mein Speicherplatz mal knapp wird. Ja, ihr könnt ja die Aufnahme schon längst ausmachen. Ja, ich will halt schon, dass es am Ende der Soling so ein Fazit ist, wo wir nochmal sprechen, dann irgendwie. Haben wir doch schon. Was in meiner Aufnahme dann aber auch drin ist, das meine ich. Achso, ja, das hatten wir jetzt schon, deshalb hat Nico wahrscheinlich ausgemacht. Und so eine ordentliche Verabschiedung dann halt. Ja, die kann er ja reinschneiden. Normal. Ja. Genau, kannst ja dann nochmal kurz eine Aufnahme starten. Ja, mach ich nochmal. Alter, einfach. Dieses Kackviech, man ist jetzt schneller wegen Bruchrüstung, aber jetzt klatsche ich's mit Regen und Verteidigungsminus aus dem Leben. Also bis jetzt, zum Thema Streamlabs bzw. OBS, ist die einzige Lösung, die ich gefunden habe, wegen dem Aufnahmen FLV aufzunehmen. Okay. Klingt der gut. So, damit habe ich den Olivia-Fight auch geschafft mit Only Pescragon. Ich glaube, ihr hättet ein Problem gehabt gegen das Amphira. Das hättet ihr euch wahrscheinlich gewonnen, oder? Probably. Dieser scheiß Fisch. Ich muss ganz kurz meinen WLAN neu starten. Kann dann sein, dass ich kurz weg bin. Außer ich wäre mit der Offensivweste reingegangen. Mhm. Hm. Okay. Ja, Mann, wie ich dem Pestkragon alle diese Tricks beigebracht habe, ne? Jetzt kommt erstmal der Kack. Kann ich den nicht überspringen oder so? Nee. Die Story interessiert doch jetzt echt niemanden mehr. Jetzt, wo endlich mal Story kommt. Halt echt. Ich checke einfach immer noch nicht, was der für ein scheiß Problem hat, ne? Endlose Energie. Es ist einfach so behindert. Diese Story ist einfach so ein Trash. Die ist einfach hingeschissen. Halt, weißt du, so richtig so. I don't know. Einfach Sprüche. Ich bin mittlerweile bei den ägyptischen Göttern. Bei Ramses. Wie viel hast du noch? 101. Ich gehe aber wieder zu Luigi. Möchtest du den Bildschirm übertragen nebenbei wieder anmachen? Wenn du eine haben möchtest. Ob ihr jetzt einfach Herbie beim Suchten zuschaut, während ich hier immer noch diesen Scheiß spiele. Ja, nebenbei so. Hä, okay. Was würdet ihr sagen, wenn ich wirklich jetzt noch Deleon besiegen könnte? Dann hättest du meinen vollsten Respekt, Alter. Dann überweist der Herbie 50 Euro. Herbie? Hä? 50 Euro, wenn ich Deleon besiege. Sag einfach ja, das passiert ja nicht. Nico überweist dir. Warum sollte ich überweisen? Ich bin spätestens bei Bepis tot. Ich weiß, Bepis wird dich hops nehmen. Bepis wird mich komplett hops nehmen. Nicht nur ein bisschen, sondern wirklich komplett. So. Gegen wen muss ich zuerst? Was willst du denn, Hopp? Hast verloren und chillst hier immer noch rum. Ach, ich muss ja auch nochmal gegen Roy, ne? Warte, wer war jetzt nochmal, gegen wen muss man jetzt alles kämpfen? Zuerst gegen Kate, dann gegen Neo, dann gegen Roy und dann gegen Bepis, oder? Bepis war ja ganz am Schluss. Ich weiß nicht, ob Bepis am Schluss war oder am Anfang, da bin ich mir unsicher. Okay, ich weiß es echt auch nicht. Kein Plan, auf jeden Fall gehen wir rein. Hey, da sind Los Arena Leiter raus. Da ist Milf. Das Geile. Nee, Mann, die Geile ist nur ein Schwert.
Oh, Herbie. Kann ich da schon rausgehen? Oh, hast du gesehen? Ja. Oh. Ja, zweimal habe ich gesehen. So, jetzt kommt aber nichts Dramatisches, ne? Okay. Jungs! Schauen wir mal. Ich drück dir die Daumen, Simon. Weil, bin ich überhaupt vollgeheilt? Ich denke mal schon. Delion, der Champion. Nimm's. Oh. Och, come on. Was ich halt irgendwie nicht so ganz verstehe, warum? Warum ist das Champ-Turnier so aufgebaut? Dass du zuerst die... Ah, es kommt zuerst Papers. Gut, dann ist das jetzt vorbei. Ich weiß nicht, warum genau muss man zuerst gegen die anderen Rivalen kämpfen, bevor man die Arena-Leiter besiegt. Weil die Arena-Leiter sind doch eindeutig schwächer als die Rivalen, weil jeder Rivale hat schon mal einen Arena-Leiter besiegt. True that eigentlich. Aber da kämpfen die ja nicht mit ihren richtigen Pokémon. Das Spiel musste ja irgendwie noch gestreckt werden. Ja, Mann. Ja, Bepis wird mich hops nehmen und zwar completely. Ich hab keinen Bock auf ihn. Vor allem, wenn man mit sowas anfängt. Coin-Verkauf. Ey, aber der hat nur 4 Pokémon. Jungs, es ist alles offen. Luigi ist bei dir, Simon. Luigi hasst mich. Luigi einmal Kokelett für den guten Fight von Simon. Ich bin Rip. Da war er. Ich bin halt einfach Rip wegen Bedroher. Ich zieh ihm sicher nicht mal Hälfte ab, oder? Knuddler, ciao. Noch nicht. Noch nicht. Soll ich nochmal überleben? Ich kann sonst nicht spielen. Luigi hat guten Wein gebracht. Sonst könnte es auch vorbei sein, ist mir jetzt auch wurscht. Ha. Ja, schau, alles predicted, Mann. Alles predicted. RIP. Habe ich noch einen Top-Trank? Nee. Aber ich darf eh nicht mehr einsetzen. Wobei, ich kann ja keine Items mehr kaufen jetzt, ne? Scheiße. Irgendwann gehen mir die Heil-Items aus. Heilt der auch? Nö. Gucci. Das war ein ziemlicher Low-Roll, Alter. Ja, einfach Aqua-Durchstoß. Ohne Risiko. Nächstes Pokémon Bepis, komm schon. Der wird mich halt so rippen. Ich weiß nicht, was er noch hat. Level up, Gucci. Knirscher. Das ist gut. Das ist jetzt wenigstens nochmal ein Power-Up. Ein gutes Power-Up. Was kommt jetzt? Fuck. Wobei hat das eine Drecksverteidigung? Ja, es hat eine Drecksverteidigung. Also mein Ding hat's. Mein Widerwasser hat einen Gardevoir gewonnen hittet. Aber ich habe Angriffsminus. Deswegen vergisst es. Er intet! Er intet komplett! Er hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass er schneller ist. Und mich wundert es auch, dass ich schneller bin, wenn ich ehrlich bin. Pascalgon ist eigentlich echt schnell. Damit ist Gardevoir tot. Also, was hat denn der noch? Ich glaube ein Galoppa und was noch? Sein Silembrim. Sein Hatterene. Nein, das wird mich doch so hops nehmen. Nee, Hopp ist tot. Ich glaube, Hopp ist tot. Der liegt in dem Stadium. Beim Müllcontainer. ich glaube, die haben den Rivalen, in Anführungszeichen, extra Hopp genannt, damit man immer sagen kann, der hat dich hops genommen. Simon. Was? Was ist los? Auf einen Millimeter immer genau, Alter. Ja, ich hab das abgeschätzt. Das hat zu wenig Schaden gemacht beim ersten Mal. Geodreieck. Geodreieck. Simon hat einfach das Geodreieck schon an seinem Bildschirm geklebt. Du, ist schon drin. Vorne, oben an die Lebensanzeige so. So im Rahmen. Das Problem ist, es muss ich eine Attacke von dem überleben. Schwierig. Vielleicht kann ich es ausstallen. Werde ich müssen. Ich bin auf jeden Fall schneller als das Viech. Oh. Aber ich glaube, die Dynakinese nimmt dich jetzt.
Nee, nicht die Dynakinese, sondern irgendeine Giga-Attacke von ihm, oder? Oh ja. Ich glaube, es kann von eine Giga-Psycho-Attacke. Sylembrym. Achso, okay, das weiß ich jetzt nicht. Sieht man ja. Sieht man das? Schauen wir mal, was es macht. Dynakinese, okay. Autschi. Wenn ich jetzt halt wüsste, dass es keine Fee-Attacke macht. Der Boden fühlt sich seltsam an. Mein Verkauf. Jedes Mal, Alter. Das ist mein, wie viel? Das drittes, ne? Viertes? Drittes. Ich habe nicht mitgezählt. Drittes. Luigi gönnt Lambrusco für deinen Kampf, Simon. Er macht nichts anderes. Ich kann das austanken. Als ob ich Bepis besiege, das gibt's nicht. Das kann nicht sein, dass ich immer noch drin bin in diesem Scheißspiel. Oh, scheißen Dreck. Giga-Sanktion. Ich glaub, das war's. Ja! Ich glaub's nicht. Das Ding ist einfach zu geil. Ah, top genießt. Ich war vom Glauben. Ich hab meine Aufnahme jetzt auch schon ausgemacht. Langsam wird's echt zu lang. Was soll ich machen? Wir haben doch gesagt, wir machen so lang wie geht. Ja, einfach mal sterben irgendwie. Ja, soll ich mein Bestes probieren oder nicht? Ja, ja, mach doch mal nicht. Aber ich, das war jetzt eher so als Joke gemeint. Ah. Okay, ist RIP. Kann nichts machen. Ja, du musst. Zieht mehr als Hälfte ab. Jetzt ist doch kackegal. Also, jetzt ist mir scheißegal, ob du mehr Heil-Items verwendest oder nicht. Es interessiert mich jetzt einfach nur so, was du mit dem Pokémon packen kannst. Ja, kann ich. Ich kann nichts mehr. Es macht mir mehr als die Hälfte Schaden. Ich kann nicht hochheilen. Ja, weil das scheiß Feld noch aktiv ist. Diesmal 70 Cent, let's go. Weinverkauf. Warst du nicht bei 40 Euro drunter eben? Fünftes Highlight. Oh. Oh, jetzt gibt's guten Wein, sie bringen Kampf. Psychofeld ist verschwunden. Das war by the way im Psychofeld, ne? Das ist mein letztes offizielles Highlight. Wenn es jetzt trotzdem noch so viel Schaden macht, muss ich einfach auf G-Max, auf D-Max gehen. D-Max. Auf D-Max. Da laufen immer die extremer Low Roll. Ja, wir müssen ja einfach irgendwas probieren. Was sollen wir machen? Entweder ich gewinne das jetzt oder halt nicht. Du wirst jetzt auf jeden Fall mehr aushalten in der Dynamax. Das ist durchaus richtig und dadurch, dass ich den extremen Low Roll bekommen habe, könntest du noch einen Hit tanken. Könnte ich noch einen Hit tanken und ich bin auf jeden Fall schneller. Und du wirst, denke ich, also Sylembrym hat so viel ich weiß keine krasse Verteidigung. Ich weiß es nicht, wir werden es jetzt sehen. Ich. Ja. Ich habe im Angriffsminus still. Alter, wie das aussieht. So auf das kleine Ding. Och, das gibt's doch nicht, oder? Wenn ich den Hit aber überlebe, ist das Ding tot. Kannst mir nicht erzählen. Das gibt's nicht. Ja, und du hast sogar tatsächlich auch nur 6 Heil-Items verwendet. Also noch alles im Rahmen der Regeln. Das gibt's einfach nicht. Alter. Bepis ist tot. Er ist tot. Simon fängt auch schon an. Ich will eigentlich gar nicht mehr. Ich glaube, ich cutte das einfach mega hart zusammen. Ich nicht. Das ist mir. Kannst es nicht als eine Folge hochladen, wenn es bei Simon mehrere werden. Naja, keine Ahnung, was ist, wenn ich einfach mehr draus mache? Ja, aber wenn Herbie das dann alles jetzt in einer Aufnahme lässt, ja, okay, und du machst mehr draus, dann das kann Herbie nicht bringen, so. Stimmt schon. Ja gut, nächste Runde bei Jungs, oder? Ja gut, aber jetzt mal, ich meine, bei mir ist es ja vom Prinzip her in dem einen Part schon direkt vorbei, ne? Darum geht's ja. Du kannst dann trotzdem gerne noch das Fazit oder so reinschneiden oder sowas. Ja, das werde ich machen. Aber, keine Ahnung. Aber wirklich, das dauert ja noch. Wirklich viel brauchst du ja nicht. Also halt, I don't know. Ich meine, wenn es nur noch bei mir weitergeht, dann kann ich ja einfach mehr Parts als hier hochladen. Ist ja nicht das Problem, oder? Herbie, du bist zu greedy, Alter. Herbie, du hättest einfach ja, so müssen. Weißt du, der zockt halt immer noch.
Junge, er springt von 4 Euro hoch auf 25. Anstatt zu nehmen, geht er wieder runter auf 0. Muss, oder? Ah, ekelhaftes Pokémon. Haha, wieder Wasser. Ja, ich hab auch ein Wasser-Pokémon, Kate. Hey, gegen Kate hätten wir eigentlich sogar eine Chance gehabt. Hey, ich will wirklich, dass ich jetzt mal sterbe, ne? Lol, Felswurf. Ich hätte ja nicht gegen den Weinverkauf. Ja, gut. Weinverkauf. Well. Ich liebe die Fähigkeit von Tech, dass wenn man gegen es kämpft. Ich hasse sie. I love it. Man kann es so hard outplayen dadurch. Ich meine, ich hätte nichts gegen den guten Weinverkauf. Oh, hä? Ich nehme auch das Öl. Lul. Als ob das jetzt eine Verteidigung. Mach Hornbohrer und kill mich. Geht nicht. Oh. Ich glaube halt, dass ich den Kampf noch gewinne, ne? Ich würde sagen, dass der MVP abgelöst wurde. Was sagst du dazu? Ja, Schmerhaber bleibt für mich ewig MVP. Ja, gut. Verstehe ich auch. Fabi, nimm doch einfach mal. Hab ich doch. Schaden. Triff nochmal. Du Bastard. Du Schwätzer. Einfach können wir nicht eigentlich, während du noch kämpfst, das Fazit machen? Können wir. Können wir das Fazit nicht irgendwie am Ende machen? Digga, ich will auch noch irgendwann mal was anderes machen, als hier zuzuschauen, wie er da noch durchstallt. Weißt du, das Problem ist halt, dass das noch wirklich, keine Ahnung, den Kampf werde ich wahrscheinlich gewinnen. Nio werde ich wahrscheinlich noch gewinnen, weil ich jetzt Knirscher habe. Darum geht's mir ja gerade. Und das geht mir selber zu lang, ich habe langsam echt keinen Bock mehr. Wenn ich ehrlich bin. Ich meine, schön zu wissen, wie weit man kommt mit einem scheiß Fisch. Sicher cool. Aber das Ding wird ja immer stärker pro Fight. Ich bekomme ja Level Ups ohne Ende. Darum geht's mir auch gerade. Fucking Next Strike. LOL, was war das? Ich meine, ich kann gerne das in einem Livestream irgendwann mal weiterspielen. Sobald halt die Folgen raus sind. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, oder? Ja, kannst du auch. Ja, du verrechst, du müsstest die Dungeon sowieso irgendwie permanent, also hast du dann mal was anderes. Das ist durchaus richtig, ja. Aber ja, dann kannst du zum Beispiel, während du wartest, gerettet zu werden. Das hier machen. Genau. Werde ich nach dem Kampf auch machen, ich habe keinen Bock mehr. Also halt, sofern ich den gewinne, was ich jetzt mal glaube, weil ich habe schon wieder ein Level Up bekommen. Aber ich mache das natürlich erst, nachdem das Projekt fertig ist. Wäre ja ein bisschen dumm sonst. Nee, wäre ja gar kein Spoiler, ne? Nee, Mann. Wenn ich nur noch mit dem scheiß Fossil hier herumchill. Null Spoiler. Null. Darf ich anmerken, dass der nur noch zwei Pokémon hat? Wieso hatte ich eigentlich beim ersten Match mit ihr so viel Probleme? Hätte ich da einen Pescagon gehabt, Alter. Easy win. Komplett. Schau, das kann mir nichts tun. Wenn ich so zurückdenke, als Simon das erste Mal gegen sie gekämpft hat, diese Emotionen und jetzt diese Gelangweiltheit. Diese Vernichtung. Diese Schlachtung. Ich heile einmal. Einfach nur, damit ich jetzt nicht draufgehe. Danach kommt der Aqua-Durchstoß in D-Max-Form. Und dann ist es doch eh schon so gut wie vorbei. Der hat jetzt einen Giga-Kammer, ne? Ja. Ja. Warum hast du das nicht schon beim ersten Mal gehabt? Jetzt mal Retalk. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus, aber was ist der große Unterschied zwischen G-Max und D-Max jetzt? Was ist G-Max-Attacken. G-Max-Attacken. Aber sonst nichts. Genau. Sie sind auch so ein bisschen stärker. Aber die G-Max-Pokémon haben eine spezielle G-Max-Attacke. Also jedes G-Max-Pokémon hat für sich eine eigene. Aber halt, das wusste ich. Aber sonst gibt's nichts.
Kein Unterschied. Ja, also Aussehen minimal stärker und die G-Mix-Attacke. Auch genau. Von den Sets her einfach stärker, oder wie? Ja. Yeah. Okay. Und die G-Mix-Attacken hauen halt auch mehr rein. Deswegen sind sie ja auch teils verboten im Online. Ja. Okay, okay. Dürfen wir eigentlich dann G-Max-Attacken benutzen? Also wir haben, das werde ich mit Salah noch absprechen, weil wir machen es ja auch so, dass wir, jeder nimmt auf jeden Fall einen G-Max-Pokémon. Ja. Und das ist auch das Einzige, was du maximieren darfst. Ah, okay. Nimm. Alles klar. I see. Yeah. Weil, wenn du, sag ich jetzt einfach mal, sonst ein Kyurem zum Beispiel nimmst und das Dynamax, dann ja, GG. Geht schon. Dann kann der Gegner halt auch einfach auf den Aufgebeknopf drücken. Ich hab gewonnen. Dieser Fisch. Okay, die Pesca OP. Okay. Wir können jetzt ein Fazit machen. Ich spiele das irgendwann anders mal weiter. Dann starte ich meine Aufnahme neu. Jo, same. Das ist so unglaublich. Was hier geschehen ist, Alter. So, will noch irgendjemand eine Aufnahme starten oder so? Also ihr müsst nicht, aber interessiert mich. Weil ich wäre jetzt bereit, die Schlussworte zu sagen. So. Ich muss noch raus aus dem Stadium, die Musik geht mir da auf die Eier. Ja, langsam geht es mir auch entsprechend auch an. Ich kann nicht raus. Nur ist gerade bei mir die Window Capture irgendwie am Arsch. Was ist da los? Ja, ich mach einfach ohne. Okay. Mm. Ich wäre jetzt beinahe live gegangen. Jetzt. Meine ist an. Ditto. Same. Ja, okay. Ich meine, okay. Schlussfazit, wir wollen mal anfangen. Also kurz zu sagen, ich habe jetzt Kate besiegt, habt ihr gesehen. Und falls es in den gecutteten Zeug jetzt nicht so rübergekommen ist, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Es ist 20 vor 3 und ich will schlafen gehen langsam. Ja, und ich werde das bei mir jetzt doch nicht mit reinnehmen für alle wegen dem Cut. So, Simon hat jetzt versucht, geschaut, wie weit er mit dem Pescagon noch kommt. Es ist immer noch nicht vorbei. Schaut bei Simon vorbei, wenn ihr das sehen wollt. Und im Nachhinein schaut in Simons Streams vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht. Genau, weil er ist werde, immer noch drin. Ich werde, sobald das Projekt auf YouTube offiziell fertig ist, werde ich einfach in Streams weiterspielen, um zu sehen, wie weit ich komme. Also Simon, er hätte es tatsächlich mit diesem einen Pokémon noch so unnormal weit geschafft. Ja. Nico und ich waren halt einfach gefickt von unserem Starter durch den Hopfight. Und ja, Herbie war halt Herbie. Oh. Herbie war halt Herbie. Tatsache ist tatsächlich, dass ich da drauf gegangen bin, bin ich selber schuld. Oha. Stimmt. Krasser Scheiß. Weil ich habe mir den X-Angriff reingepfiffen und habe halt meine stärkste Elektroattacke eingesetzt. Und das war halt der Stromstoß, der nicht ausgereicht hat. Das heißt, hätte ich einen Donnerzahn eingesetzt, hätte ich wahrscheinlich genug KP gehabt und hätte die Attacke überlebt. Uff. Sehr viel Uff. Aber. Aber das war halt Risiko. Voll. Irgendwelche abschließenden Worte? Ich denke, wir haben. Alle... Ich blende hier nochmal, wenn ich es nicht vergesse, blende ich jetzt nochmal ein, wer wie viele Encounter verkackt hat und wer wie viele Pokémon getötet hat. Ja, gut. Wir wollen. Da bin ich auf jeden Fall Number One. Wir natürlich noch die Strichliste herholen und schauen, wie viele es am Schluss dann doch geworden sind. Ich fange mal mit dem ersten Platz an. Bezüglich. Wir gehen von wenigste zu meiste. Am wenigsten habe ich mit 6 Strichen. Dann kommt Wartet. Warte. Jetzt. Ich muss zählen und aufschreiben. Okay. Ich helfe dir, Simon. Also warte, auf dem jetzt. Also, am wenigsten habe ich mit 6. Dann kommt Herbie mit 11 Strichen. Warte, wollen wir noch jemals sagen, durch was die Striche entstanden sind? Okay, meine 6 Striche.
ein Encounter habe, das Schnäppke in der Naturzone damals, das der allererste Encounter in der Naturzone war zu stark zum Fangen. Ein Strich. Zwei Striche dadurch, dass mein Fletiamo verreckt ist. Ein Strich dadurch, dass ich Nico geholfen habe zu inten. Wie das klingt, Alter. Und zwei Striche durch für mein Toxic-Wack. Herbie hat 11 Striche. Herbie hat uns die ersten zwei Encounter im Spiel verkackt. Ersten drei. Er hat ein Sensekt verkackt. Achso, ja, die ersten drei, aber insgesamt waren es vier. Dann ebenfalls das Schnäppke in der Naturzone. Dann der zweite Encounter in der Naturzone. Dann ist eben das Ding draufgegangen, das Pampam in der Arena. Und den Rest weiß ich nicht mehr. Er hat auf jeden Fall noch einen Quatermark verkackt im Feenwald. Dann hat er noch... Er hat das letzte Pokémon gekillt auf jeden Fall. Er hat das letzte Pokémon noch gekillt, ja. Und er hat das Schnäppke gekillt. Er hat das Schnäppke gekillt. Das ist richtig. Okay. Ja, passt. Dann kommt Nico mit 13 Strichen. Sieht man das? Genau. Über Kopf, wo sind die ersten zwei Striche? Warworth irgendwie noch. Legendär. Und den ein Alpollo hat er ein Alpollo hat sich suicided bei ihm. Ja, und die ganzen Alter. Fauschl ist, glaube ich, noch gestorben. Jetzt am Ende ist halt dann noch viel passiert. Dann noch Flauschling durch Konter. Das weiß ich noch. Und sonst, Alter, ich kann mir doch nicht alles merken. Nee, muss ja auch nicht. Dann kommt unser Spitzenreiter. Mit unglaublichen 14 Strichen. Wovon man sagen muss, der Mr. 900 Pokémon einfach geflankt hat. Dass alles von diesen 14 Strichen waren tote Pokémon. Tim hat es geschafft, uns 7 Pokémon zu killen. Dabei sind Batzapf. Darf ich nochmal ganz kurz einlenken, jetzt wo wir darüber gerade reden? Ja. Ich war nicht Nummer 1. Ein unerwarteter Ausgang, ja. Ich stehe dazu, dass die meisten Tode durch mich verursacht wurden, aber nicht bei allen würde ich sagen, dass es wirklich auch meine Schuld ist. So, wo ich sagen würde, da kann ich wirklich was dafür. Och, das war jetzt so, dass wir austauschen können. Weil ich auch wusste, dass es krittet. Scheuer. Auf jeden Fall, WhatsApp, Starter. Ein Kamalm. Ein Skelabra. Irokeks. Irokeks. Und Mortinea. Motineva. Das waren die 7 Pokémon, die jetzt unter der Erde liegen. Dank Tim Sus. Alles in allem würde ich sagen, wir haben dennoch unseren Spaß gehabt, sind weitergekommen, als wir erwartet haben. Ja. Bis zum Champ-Turnier. Ich bin immer noch drin. Ja, ich habe eigentlich nicht mehr Großartiges zu sagen. Dito, du hast, finde ich, alles gesagt, was ich erwähnen wollte. Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ne? Auf jeden Fall. Das war sehr funny. War sehr interessant, die Erfahrung. Viele Nerven hat's gekostet. Nein, gar nicht. Zweiter Arena-Leiter war geil. Ja. Wenn es von euch nichts mehr gibt, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Oder im Stream, wenn ich das hier weiterspiele. Wenn ich Delion übrigens schaffe mit Pestkragon, kriege ich 50 Euro von Herbie. Das habe ich nie zugestimmt. Bis zum nächsten Mal bei irgendeinem Video. Simon, schneidest du, dass er sagt, da habe ich zugestimmt. Mach ich schon. Wie gut, dass bei mir alles uncut kommt. 2 Stunden. Aber ich hoffe ganz kurz, dass du die, die bestimmten Ausdrücke in einem bestimmten Part drin lässt, einfach für den Flex. Immer für den Flex. Kennst mich doch. Macht's gut und ciao. War ein geiles Projekt. Tschüss. Haut rein.